Hallo und willkommen zurück bei Stranded Alien Dawn. Ich habe tatsächlich einen neuen Mod hinzugefügt. Ich gucke da jetzt immer mal wieder rein bei neuer Aufnahmesession. Und ich habe den Blue Moos Mod hinzugefügt. Der soll wohl eine neue Expedition hinzufügen. Mit einem neuen Rezept für ein Getränk. Aber auch, da kann man wohl auch wertvolle Ressourcen holen. Ja, ansonsten habe ich noch gesehen, es gibt so Mods für stärkere Graphen-Solarpanel und für starke Graphen-Windturbinen und sowas. Die würden 20-mal mehr Strom verbrauchen, kosten aber auch 10-mal so viel produzieren. Die habe ich mir jetzt aber noch nicht geholt, weil da stand noch rein, ist halt nicht gebalanced. Ja, und dann ist mir jetzt auch aufgefallen, beim letzten Mal habe ich ja einen Kommentar vorgelesen von Carsten, das hier mit hier auf dem Felsding zu bauen. Und darauf hat dann tatsächlich später, nachdem ich die Folge schon aufgenommen habe, der Lou geantwortet. Naja, dann haben die dann ein bisschen darunter geschrieben, ich lese es mal vor. Kleine Anmerkung von mir, auf dem Felsen kann man keine Podeste bauen, die werden halt vom Felsen geblockt. Dann hat Carsten wieder geschrieben, am Fuß vom Felsen geht es noch, weiter oben nicht. Sollte Platz für ein weiteres Geschütz geben, damit dies sich gegenseitig schützt. Da meinte der Lou, nach meiner Erfahrung ist es so, sobald der Felsen gelb oder rot leuchtet, kann man da nichts bauen. Sicherlich kann ich mir aber auch vertan haben. Da meinte wieder Carsten, im Grunde ja, wenn man aber die Plattform höher macht, kann die teilweise auch in Felsen gesetzt werden. Muss man manchmal etwas rumfummeln. Und das haben wir ja schon gesehen. Ich habe das ja schon mal probiert. Ne, so geht natürlich nicht. Jetzt nehmen wir den hoch und dann können wir tatsächlich hier bauen. Das Ding ist, ich brauche einen Vierer. Hier kann ich leider nur einen Dreier machen, denn der drüber zählt nicht. So, und da wollte der jetzt auch keinen machen. Hier. Wir müssen halt einen Vierer hinkriegen. Aber aus irgendeinem Grund will der hier nicht nach rechts gehen. Ne, er kriegt den Dreier hin und so, aber er will den Vierer nicht machen. Ich weiß nicht, warum er den nicht machen will, aber wir brauchen halt den Vierer hierfür. Ja, wobei hier sieht's aus, als würde der nur einen Einer brauchen. Aber wir müssen dann ja trotzdem den Weg auch dahin bauen. Also es wäre schon cool, wenn wir hier so ein Viererplateau hätten. Wo der dann hier stehen würde. Aber wir müssen es irgendwie verbinden. Und wir können den ja mal so lassen. Aber kann ich da jetzt... Was donnert denn da so? Guck mal, wir könnten auch hier oben bauen. Aber wir kommen hier nicht rum. Ja gut, ich sehe hier keinen Weg hin, ne? Außer von hier hinten vielleicht. Aber wir lassen es erstmal. Was wir aber machen können, ist, dass wir hier einen kleinen Verteidigungsposten bauen. Ne, im Prinzip hier nochmal so ein kleines Plateau, wo dann vielleicht so ein Laser und ein normalen Geschützturm ist. Raketenwerfer ballert direkt los. Ja.
Ne, hier die Verteidigung gefällt mir. Keine Forschungen. Oh, wir haben tatsächlich neue Sachen bekommen. Ah, cool. Neue Storage. Eine Forschungserkenntnis. Das ging echt schnell. Ist das Blue Moos direkt freigeschaltet oder müssen wir das erst finden? Ich glaube, müssen wir erst finden. Aber ich würde sagen, wir schicken Nova einmal. Ich will Nova und Hahn eigentlich nicht mehr gleichzeitig losschicken. Machen wir jetzt aber nochmal. Wie schnell das hier durchgeballert wird. Aber im Prinzip waren das jetzt hier nur neue Möbel, ne? Damit kann man dann auf jeden Fall ein bisschen schöner alles machen. Aber es, wenn wir eine upgradete Solarversion haben, dann müsste es bestimmt auch eine upgradete Windtechnik geben. Oh, eins der Geschützturme steht schon. Den haben wir auch schon eingerichtet. Okay. Erz. Wir brauchen Stein. Es muss eine Expedition geben, die Stein gibt. Oder einen Steinbruch oder sowas brauchen wir. Wie bei Rimworld. Hier sind noch ganz viele Mantis. Sekunde. Raumschiff entdeckt. Kanna, mach mal. Oh, eine Rettung. Ja, wen schicken wir weg? Emmeline kocht, Kanan baut, Lara baut an, Nova kämpft, Hahn ist auf Expedition. Ansonsten würde ich jetzt tatsächlich Hahn nehmen. Ich meine, fliegt die direkt wieder weg? Wie lange bleibt die? 24 Stunden. Hahn? Einsteigen. Tschüss Hahn, es war schön mit dir. Als nächstes ist Daniel dran, ne? Wir gehen jetzt rückwärts durch. Ein verlassenes Lager. Gebrochene Knochen. Aber wir werden weniger. Also, ich würde jetzt sagen, hier bei dem hier machen wir tatsächlich dann nochmal, ach, hier kann man auch ein bisschen sortieren. Bei diesem Durchlauf machen wir tatsächlich, versuchen wir alle wieder zu rescuen, damit im Prinzip die Mods, die dann das Spiel so erweitern, dass man auch viel mehr machen kann, als dann hier nur wegfliegen. Um denen ein bisschen mehr Zeit zu geben. Der 3D-Drucker ist auch permanent am Ballern. Was ballert der denn gerade? Gar nichts, der bewegt sich einfach.
Der ist einfach am Ausrasten, obwohl der gar nichts ballert. Jetzt haben wir halt keinen mehr, der plündert, ne? Wobei Nova plündert auch, ne? Und wir haben auch noch sehr viel Holz. Vielleicht sollte ich bei ihr dann das Bäume fällen auf 3 setzen. Ja, dann ist Bergung und Bergbau ihre erste Prio. Aber zu was zählt denn Schlachten? Oh ja, der kann doch schon schießen. Ach, weil der noch nicht aktiviert ist. Das ist natürlich ärgerlich. Wenn der erst aktiviert werden muss. Abgeprallt. Die wurden tatsächlich ein bisschen mehr verletzt. Die Fliegenden, die sind nicht ohne. Mehr Gegner. Hier scheint aber irgendwie noch Gegner zu sein. Die werden immer aktiviert. Ach, hier. Den habe ich gar nicht gesehen. So, hier ist was runtergefallen. Ach, auf dieselbe Stelle. Hier müsste nochmal was runterfallen. Das ist zumindest in der Nähe. Na, das wäre doch schön. Schön in die Nähe, nochmal ein bisschen Loot. Hier wurden auch noch nicht alle Wände gebaut. Ja, da muss ja noch ein bisschen Stroh weggeruppt werden. Aber haben wir eigentlich hier in Produktion? Mitten in der Basis liegen sie rum. Überall. Ja, das Gebäude brauchen wir jetzt im Moment gar nicht. Da ist sogar einer ins Lager gefallen.
Nova kann nicht schlafen. Es ist im Winter und die schwitzen. Bei 21 Grad oder 9 Grad. Guck mal, die stehen hier nur sinnlos rum teilweise. Weil die im Schlafen drin waren. Ja, ich weiß nicht, also ich fühle dieses permanent. Guck mal, die haben da jetzt einfach sinnlos da nur rumgesessen und nichts gemacht. Wir brauchen CPU und Elektronik. Dann würde ich sagen, gib mir lieber 4 CPU-Kerne. Weil die Elektronik ist ja priorisierte Herstellung. Ah, hier liegen auch noch Sachen rum. Hier werden aber auch noch zwei frei. Guck mal, hier ist eine Laserpistole 2.0. Wollen wir das nur so vor oder werden die immer tankiger? Trägt auch keiner. Machen wir mal einen Tragetag, oder? Machen wir mal einen Tragetag. Zwei Kolonisten haben wir schon gerettet. Fehlen noch 5. Einmal haben wir die Kapsel weggeschickt, dann hätten wir jetzt noch 4. Lass die wieder machen, was sie wollen. Fühle ich irgendwie mehr. Wir haben es ja einmal probiert, aber das gerade, wo die hier einfach sinnlos rumstanden, weil die eigentlich noch offiziell im Schlafen waren, aber nicht mehr schlafen konnten. Thank you.
Wo rennst du hin? Sieh an. Mir ging es eigentlich da unten, dass die hier mal die Kisten leer machen. Wir müssen darauf achten, dass wir trotzdem genug Essen haben. Vielleicht müssen wir Emmeline doch wieder zurücksetzen, damit Kochen Prior 1 hat. Tragen nur noch Fleisch. Schicken Nova nochmal auf Erkundung. Wir haben zwar so viele andere Dinger, aber Blueprints kriegen wir, glaube ich, nur bei Erkundungen. Jetzt setzen wir Kanna nochmal normal, damit sie weiter Elektronik und so craften kann. So, wie sieht's denn aus? Die Rinderbeeren haben wir null. Okay, das heißt, wir haben jetzt nur Daniel. Getreidegras? Aber ich hatte doch schon Getreide. Oh, jetzt habe ich richtiges Getreide gefunden. Machen wir mal ein Feld. Warum ist es denn da? 32 Grad und du kriegst einen Hitzeschlag.
Shit, wir haben hier noch gar keine Verteidigung. Können die zusammen da hoch? Nova und Daniel, ihr geht mal ins Raum rein. So, wir hatten noch hier auch einen Raketenwerfer, ne? Wo ist denn der? Da. Kann der bis hier hinschießen eigentlich? Verfehlt Deckung, das finde ich praktisch. Aber die Wände hier sind tatsächlich kaputt. Der müsste Kreislauf 3. Gar nicht gecheckt, dass der gerade gebaut wurde. Ja, die müssen wir nicht ernten. Haben wir auch nicht, okay. Ich werde das jetzt, glaube ich, machen, dass wir hier dann immer eine Zauntür reinmachen. Damit, falls sie sich hier dran einschließen, damit die dann hier mal rauskommen. Auch wenn die das dann irgendwann mal reparieren. So. Aber im Grunde warten wir jetzt eigentlich nur darauf, dass wir hier die Meldung bekommen, dass einer abgeholt werden kann. Richtig? Plünder den mal. Die hier ist beschädigt. Hier, reparier die nochmal. So plündert man also.
Sleeper Rifle. Ist die Tech-Pistole die Laserpistole 2.0? Ich glaube nicht. Aber gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.